folgendes Szenario. Ihr habt einen Kunden und wollt zu dem fahren, um dort vor Ort etwas zu testen oder was zu gravieren entsprechend. Und ihr braucht dafür einen kompakten Laser-Engraver, der quasi so ein All-in-One-Paket ist. Und da wird euer Augenmerk relativ schnell auf den X-Tool F1 fallen. Und was das Ding alles kann, was es gut kann, was es nicht so gut kann, das bequatschen wir in diesem Video. Und damit herzlich willkommen. Ich bin die Maggie von makeorama.de und es gibt zu Beginn erstmal wie sonst immer einen dicken, fetten Disclaimer. X-Tool hat mich angeschrieben, hat mich gefragt, möchtest du das Teil testen? Ich habe gesagt, ja, klar, gerne doch. Das Ding ist natürlich nicht günstig, deswegen habe ich mit X-Tool vereinbart, dass wir insgesamt 4 Videos, also das Review hier und nochmal 3 weitere Videos, und ja, ich habe da schon ein paar Ideen, was ich zeigen kann. Mir sprudeln quasi die Ideen im Kopf rum, was ich denn damit alles umsetzen kann. Und das ist quasi die Bedingung dafür. X-Tool sieht das Video nicht vor euch, da ist auch kein weiteres Geld geflossen und alles andere, was an Bedingungen irgendwie gestellt wird von den Herstellern, schmetter ich sowieso immer ab, weil ich sage, das bleibt hier unabhängig. Ja? Das heißt also, X-Tool hat keinerlei Einfluss drauf, die sehen den Videos nicht vorher, es fließt kein Geld und es wird sonst irgendwie in keinerlei Einfluss genommen auf dieses Video. Das ist wirklich immer meine Meinung, die ich zu diesem Gerät habe, weil ich es einfach eine Zeit lang benutzt habe, wo ich sage, okay, das gefällt mir nicht. Fangen wir erstmal mit den Basics an. Ich habe mir hier ein paar Informationen aufgeschrieben. Also erstmal haben wir hier 2 verschiedene Laserköpfe drin. Das ist schon mal ziemlich krass. Also ihr seht, das ist so ein All-in-One-Paket. Das kommt hier so quasi, so wie es hier steht. Ihr braucht nichts aufbauen in Richtung. Das könnt ihr quasi so direkt an dem Griff aus der Verpackung rausziehen. Und das ist ein All-in-One-Paket. Da sind hier oben in dem Kasten hier sind quasi 2 Laserköpfe drin, die über einen Spiegel bewegt werden. Da ist einmal ein 10 Watt blauer Diodenlaser drin mit 455 Nanometer Wellenlänge und dann nochmal ein 2 Watt Infrarotlaser mit 1064 oder 46 Nanometer. Das ist schon ganz interessant und damit kann man auch unterschiedliche Materialien besser engraven. Das heißt also, das hat einen Zweck, dass da 2 verschiedene Laserköpfe drin sind. Nämlich mit dem Diodenlaser, mit dem blauen, kann man zum Beispiel mal Holz, Acryl, Leder, Glas, Stein, Kork, Gummi, Essen, Papier und Karton gravieren. Ja? Bei dem Essen habe ich jetzt ein bisschen gestutzt, warum man denn unbedingt Essen gravieren sollte. Aber okay, vielleicht gibt es den einen oder anderen Starkoch, der das gerne nutzen möchte. Mag sein. Und mit dem 2 Watt Infrarotlaser kann man so ziemlich alle Metalle halten. Also Stahl, also Edelstahl, Gold, Silber, Platinum, Titan, hast du nicht gesehen, gravieren. Und natürlich auch Acryl und Plastik. Und das ist für uns natürlich als Schmelzhasen auch tierisch interessant. Komme ich aber später nochmal zu. Ja? Ich habe dann gesagt, okay, ich teste einfach mal das Gerät. Also ihr wisst, ich habe bis jetzt den einen oder anderen Laser-Engraver zwar schon mal hier gehabt, aber Hauptgebiet ist eigentlich 3D-Druck. Und da werde ich euch auch nochmal in Bezug auf 3D-Druck ein paar coole Sachen in dem Video zeigen. Also wer das nicht verpassen wird, dranbleiben. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das Ding dann einfach mal ausgepackt, hingestellt und mich dann so Stück für Stück durchgearbeitet. Und das Erste, was mir aufgefallen ist, ist halt, dass man dieses Teil im Prinzip, dass es sich erstmal selbst kalibriert. Also im Prinzip so wie der K1, der X1 etc. etc. Und so ist das auch an sich erstmal aufgebaut. Also es erinnert einen doch sehr stark an das, was Bambu macht. Allerdings jetzt, ich sag mir mal so, nicht so einschränkend. Also man hat schon viel mehr Möglichkeiten, muss man einfach sagen. Und das wird auch unterstützt. Aber es wird einem äußerst leicht gemacht, das Gerät zu nutzen. Muss man einfach wirklich sagen. Wenn man das ausgepackt hat und einschaltet, merkt man erstmal, dass man Folgendes braucht, nämlich diesen USB-Dongle. Da sind 2 insgesamt in der ganzen Packung mit dabei. Das heißt also, man muss diesen Schlüssel hier an den Drucker anschließen, diesen Hardware-Schlüssel. Ansonsten startet das Ding gar nicht. Ist schon mal ziemlich cool, weil insgesamt dadurch, dass es halt ein All-in-One-Gerät ist, also dass man quasi das Ding komplett abgeschlossen hat, keine Brille braucht und nichts, ist es eigentlich mit so einem Schlüssel ideal für Schulen, würde ich mal behaupten. Dass man also sagen kann, okay, wenn die Kids nicht alleine sein sollen, dann sollen sie auch nichts gravieren. Das heißt, der Lehrer kann einfach das Ding rausziehen und fertig ist. Oder wenn man bei Kunden unterwegs ist, damit das Ding einfach keiner nutzen kann, der nicht so einen Schlüssel hat oder keine Brille auf hat. Dass man auf jeden Fall auf Nummer sicher gehen kann, dass das Ding nur bedient wird, wenn halt wirklich alles soweit richtig eingestellt ist. In der Software kann man auch nochmal einstellen, dass wenn hier die Klappe nach oben gefahren ist, dass das Ding dann auch nicht starten soll. Kann man alles konfigurieren. Finde ich ehrlich gesagt wirklich gelungen. Bevor wir aber weitermachen, möchte ich mich heute gerne bei unserem Sponsor PCBWay bedanken. Auf PCBWay.com könnt ihr nicht nur kostengünstig Halbleiterplatinen herstellen lassen,
Inzwischen könnt ihr dort aber auch weitere Services wie CNC-Fräsen, Blechbearbeitung oder aber auch 3D-Druck in Anspruch nehmen. In Zusammenarbeit mit PCBWay habe ich mir einen Toolhead für meinen nächsten Woven Zero aus Nylon herstellen lassen. Die Teile sind zum einen eingefärbt, das heißt also der Toolhead ist bei mir zweifarbig, und zum anderen haben diese Teile natürlich perfekt gepasst. Wer also für eines seiner Projekte unbedingt so einen Service braucht, den kann ich PCBWay einfach nur ans Herz legen, und damit machen wir weiter im Video. Wenn ihr das Gerät nach Hause geliefert bekommt, dann ist das erstmal in so einen Versandkarton verpackt, also so typisch, wie wir es auch bei unserem 3D-Drucker herkennen. Und in der Versandverpackung ist das Ganze dann nochmal in einer recht schicken Verkaufsverpackung aufgemacht. Also das ist schon so ein bisschen, würde ich mal sagen, schon so ein bisschen Apple-like, ja, wo dann nochmal ein paar schöne Produktfotos drauf sind und nochmal so ein bisschen gezeigt wird, was das Teil alles kann. Das ist natürlich gedacht, dass man das Ganze ins Regal stellen kann, beim Elektronikfachmarkt oder aber auch in einem Apple Store oder was weiß ich wo, ja, damit es ein bisschen was hermacht. Braucht man jetzt nicht unbedingt, aber schadet auch in der Hinsicht nicht. Und wenn man das Ganze aufmacht, wird man erstmal von dem Gerät natürlich begrüßt und von vier einzelnen Kartons, in denen dann zum einen das Netzteil drin ist, dann ein paar Probematerialien, dann nochmal ein bisschen Zubehör und natürlich auch das hier. Das ist ein Schlauch. Den kennt ihr ähnlich schon mal vom Creality Halo Mage S. Finde ich ziemlich genial, dass man sowas dabei legt. Denn damit kann man hier hinten auf der Rückseite, ich drehe das Gerät mal um, das Ganze direkt blub hier anschließen. Da ist auch ein relativ guter Lüfter mit verbaut. Der ist zwar ein bisschen laut, gehen wir auch nachher nochmal drauf ein. Aber damit kann man quasi das Ganze aus dem Fenster rauslegen. Kann man natürlich machen. Oder man heißt Maggie und fängt dann an und spricht und sagt, denkt sich, okay, ich habe ja noch hier so ein Alveo 3D. Lüfter mit einem Filter da, da ist ein HEPA-Aktivkohlefilter und alles drin, ja. Und versucht das dann zusammenzubringen, kommen wir aber auch gleich nochmal dazu, was ich damit gemacht habe. Dann habt ihr nochmal ein paar Materialien mit dabei, habe ich schon erwähnt, mit denen ihr das Ganze testen könnt. Ich habe jetzt noch nicht alles durch, aber ich habe auch andere Materialien bestellt, die ich erstmal, wo ich Kribbeln in den Fingern gespürt habe. Und ihr habt zum Beispiel mal hier so einen Edelstahl-Dogtag mit dabei, den ihr gravieren könnt. Werde ich auch noch machen, damit unser Hund nochmal eine neue Hundemarke bekommt. Ich habe dafür dann entsprechend diese Edelstahlmarken, weil ich die cooler fand, habe ich mir besorgt. In so einem großen Paket hier, da sind glaube ich 50 oder 100 Stück drin. Und die kann man eigentlich relativ gut gravieren. Damit man das aber richtig gravieren kann, braucht man natürlich erstmal eine Software. Und da gibt es mehrere Möglichkeiten, wie man das machen kann. X-Tool geht da so ein bisschen in die Richtung von Bamboo. Da habe ich immer so ein bisschen ein zwiespältiges Gefühl wegen Datenschutz und sowas in Richtung. Ihr wisst das, ich mag nicht gerne, um das Ding halt zu updaten und sonst in Richtung mit einem Account verknüpfen, so wie es bei Bamboo der Fall ist, sondern ich mag es eigentlich, wenn es anonym ist. Es gibt natürlich auch eine Bibliothek, die nennt sich DesignFind, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Da gibt es unterschiedliche Designs, also auch welche, die man kaufen kann, aber auch welche, die kostenlos sind, die man dann entsprechend herunterladen kann mit voreingestellten, ich sag mal, Slicer-Settings, also für die Software vorprogrammierte Settings, damit sie auf dem Laser funktionieren. Und wenn man da nicht drauf achtet, für welchen Laser-Engraver das gedacht ist, kann es auch schnell mal passieren. Das ist mir auch am Anfang passiert, weil ich nicht dran gedacht habe, dass das vielleicht ein bestimmtes Gerät nur gemünzt ist, dass man da was runterlädt und das dann draufpackt und dann der Laser vielleicht gar nicht so richtig funktioniert. Das ist ein bisschen schade, finde ich, aber tut dem Ganzen keinen Abriss, weil meistens kann man das dann noch mal ein bisschen einstellen. Das sollte man nur bedenken, wenn man es macht. Was ich mir angewöhnt habe, ist einfach, dass ich mit der Zeit mir solche Muster hier, solche Tests quasi erzeugt habe. Das heißt also, ich habe halt ein Objekt, zum Beispiel so ein Rechteck, was ich hier drauf gezeichnet habe, auf die Zeichenfläche. Und dann gehe ich hin und mache mir daraus quasi so ein Test-Array. Also hier, wo ich dann sage, okay, die Stärke von, was war das hier nochmal, von 10% bis 100% aufgeteilt in so viel Schritten. Und dann natürlich nochmal die Geschwindigkeit, mit der Engraver drüber gehen soll. Und dann habe ich hier so eine Matrix, von der ich ablesen kann, wie stark ich denn den Laser mit welchen Werten einstellen muss. Vor allen Dingen, welchen Laser ich verwende, ja. Damit das Ganze auch wirklich ordentlich aussieht. Und wenn ich das habe und wenn ich das alles eingestellt habe, dann kann ich zum Beispiel mal auch sowas hier gravieren. Das sieht dann auch wirklich cool aus. Das geht auch richtig schnell. Das hat, keine Ahnung, ein paar Sekunden gedauert, bis das graviert war. Je nachdem, wie komplex und wie aufwendig euer Muster ist und wie groß euer Objekt ist, kann es natürlich länger dauern. Insgesamt habt ihr hier drin eine Laserfläche, eine Arbeitsfläche von 115 x 115 mm. Das ist jetzt nicht besonders groß. Aber für unterwegs, um Sachen wie zum Beispiel solche Schlüsselanhänger zu machen, auch solche Metall-Business-Karten habe ich mir
entsprechend besorgt. Ne? Da habe ich mir hier mal so eine entsprechend mit dem Firmenlogo designt. Habe einen QR-Code drauf gemacht, der zur Webseite geht und sowas in Richtung. Da könnt ihr entsprechend natürlich wunderbar mitarbeiten und das ist schon mal ziemlich geil. Was ich auch cool finde, ist, ihr habt eine kleine Fläche. Das heißt aber nicht, dass das Ding nicht, naja, nicht große Sachen gravieren kann, sondern ihr seht, ihr könnt das Ganze rausnehmen und dann habt ihr hier unten erstmal ein Loch drin. Und was man machen kann, ist natürlich, dass man hingeht, das Ganze zumacht und dann so an der Wand hält oder an den Schrank oder sonst was in Richtung und dann entsprechend das Objekt, auf dem man das Ganze draufstellt oder an dem man das anlehnt, mitgraviert. Ja, das ist schon eine coole Idee, da hat wirklich jemand mitgedacht, dass man quasi für unterwegs, wenn es dann justiert ist und alles drum und dran, auch mal eine, was weiß ich, eine Tür gravieren kann, um dort reinzuschreiben, okay, das ist Besprechungsraum X oder sowas Richtung. Und da kommen ja direkt tausende Ideen, was man da machen kann. Und man kann natürlich auch sich seine eigenen Schablonen für hier reinpacken. Zum Beispiel habe ich mir hier eine Schablone ausgedruckt, in der ich zum Beispiel mal so eine Metall-Business-Karte reinpacken kann und dann bleibt die an Ort und Stelle. Gibt es auch nochmal, wo man zwei Business-Karten nebeneinander hinlegen kann? Das ist natürlich genial, weil wenn ich die eine fertig habe, lege ich die nächste direkt rein und kann direkt weitermachen. Und das ist schon ziemlich cool, muss ich sagen. Ich habe auch angefangen, mir eigene, Schablonen zu drucken, in denen ich diese, diese Schlüsselanhänger, diese Metallschlüsselanhänger reinpacken kann, damit ich dann, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 von diesen Schlüsselanhängern auf eine Fläche packen kann, damit die da reinpassen und ich dann immer an der gleichen Stelle bin und dann quasi im Bulk diese Teile gravieren kann. Da gibt es auch schon vorgefertigte Schablonen, zum Beispiel genau für diese Schlüsselanhänger, die mit dabei sind. Und. Gibt es alles auf Printables, packe ich euch mal ein paar Links unten in die Videobeschreibung. Kann ich euch nur empfehlen, schaut es euch an. Zum Beispiel aber auch hier dieses X-Tool F1 Pen Engraver Tool. Das heißt also, ich lege das hier rein, habe dann hier eine Auflage, entsprechend eine Vorlage, wo ich die Stifte reinlegen kann, zum Beispiel ein paar Bleistifte und kann die dann alle schön nacheinander gravieren mit einem Firmenlogo, mit einer Unterschrift oder mit einem Schriftzug oder mit einem persönlichen Gruß oder irgendwas in Richtung. Ist natürlich cool, dass man das so individualisieren kann. Das feiere ich total. Ja? Das muss ich ganz ehrlich sagen, war etwas, wo ich direkt an die Verknüpfung mit dem Thema 3D-Druck denken musste. Ja? War meine erste Idee in der Hinsicht. Die zweite Idee schauen wir uns gleich nochmal an. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel mal sagt, okay, ihr wollt jetzt mal ein Stück Holz schneiden, nicht nur gravieren, geht auch mit dem Teil, ja? Ihr müsst ein bisschen vorsichtig sein, wenn das Stück größer ist zum Beispiel als hier dieser Arbeitsbereich, dann könnt ihr das natürlich nur bedingt runterfahren und dann müsst ihr natürlich immer noch eine Schutzbrille tragen. Aber ihr könnt dann hier so ein Gitter zum Beispiel mal drauflegen und könnt dann das Holz da drauflegen. Ihr lasert dann natürlich nicht in diese hochwertige Platte an sich rein, sondern habt hier nochmal ein separates Teil, was dann entsprechend sozusagen als Opferplatte quasi hier reicht. Das ist schon mal, finde ich, ein ganz großer Pluspunkt bei dem Teil. Natürlich in Kombination, dass das halt abgeschlossen ist und mit Schlüssel versehen und sowas in Richtung, macht das Ganze natürlich auch für Fremdzugriff dann entsprechend ein bisschen schwierig. Also gerade in Schulen, habe ich ja eben schon erwähnt. Und jetzt kommen wir nochmal ein bisschen zur Software. Wenn ihr jetzt sagt, okay, ihr habt jetzt zum Beispiel mal so eine Karte hier oder aber auch so einen Schlüsselanhänger, dann ist es natürlich auch interessant zu wissen, wo auf der Arbeitsfläche befindet sich denn überhaupt der Laser, beziehungsweise wo befindet sich das Objekt und wie kann ich das zu gravierende Design mit dem Objekt quasi zusammenbringen. Also wie kann ich das positionieren, damit das auch wirklich hundertprozentig mittig ist und ich nicht irgendwo hier oben den Schriftzug hinpacke. Und da dieser Laser Engraver keine Kamera hat, gibt es nur eine Möglichkeit, nämlich dass ihr den Laser nutzt, um auf ganz schwacher Stufe quasi das Objekt einzuzeichnen. Und das kann er relativ gut. Am Anfang habe ich gedacht, okay, er kann nur in Rechteckform das Ganze darstellen. Das heißt, also es wäre ein bisschen dumm gewesen, dass er halt entsprechend zum Beispiel bei sowas hier, wenn ich jetzt da so ein, das Megorama-Logo halt eingravieren wollte oder aber auch von der Metall-Business-Karte hier, wo ich dann hier den Löwenkopf drauf habe, ja. Sieht man das? Ja, wo ich den Löwenkopf drauf habe. Das wäre es ein bisschen schade gewesen, wenn ich jetzt nur halt ein Rechteck hätte, dann weil im Endeffekt, wie positioniere ich das? Dann ist ein bisschen mehr Luft nach oben vom Objekt zum Bildrand. Ja, also das Bild hat ja auch einen Rand nach oben entsprechend. Und dann wird das im Prinzip nur das Rechteck davon dargestellt. Das ist natürlich schade. Aber ich kann auch sagen, okay, er soll mir die Outline anzeigen. Das heißt also, ich kann auch wirklich die Kontur von dem Bild darstellen. Das heißt also von dem Löwenkopf oder aber auch hier von dem Firmenschriftzug oder aber auch
auch von dem Mekorama-Logo, was ich hier auf dem Messing, auf der Messingmünze hier quasi graviert habe. Und kann das alles wirklich auch von Schriftzügen, die ich selbst über Texteingabe entsprechend einprogrammiert habe, und kann mir das wirklich punktgenau anzeigen lassen und das dann passend ausrichten. Das erleichtert einem natürlich die Arbeit ungemein. Setzt allerdings auch voraus, dass man jetzt nicht irgendwie ein JPEG oder sowas hat, weil da funktioniert das wiederum nicht, sondern dass man ein Bild hat mit einem transparenten Hintergrund, wo dann entsprechend die Konturen von dem Objekt, was man gravieren möchte, auch wirklich dargestellt werden können. Habe ich jetzt zum Beispiel mal ein Logo, ein schwarzes Logo auf einem weißen Grund und die Bilddatei ist halt rechteckig und der Hintergrund ist nicht transparent, wie bei einem JPEG, dann kriege ich halt egal wie trotzdem ein Rechteck angezeigt. Das hilft einem dann also nicht weiter, da muss man dann schon mal ein bisschen Vorstellungskraft haben, damit man das Ganze richtig positionieren kann. Die Software an sich, mit der man das machen kann, ist relativ kostenlos, habe ich eben schon mal erwähnt, ist halt nicht ganz so intuitiv, aber schon mal sehr interessant, weil die gibt es für Windows und für Mac, das finde ich schon mal cool, und die gibt es auch für iOS und für Android. Bei Android auf meinem GrafenOS-Handy habe ich am Anfang ein Problem gehabt, dass ich dann nochmal musste die Google Play Services aktivieren, um dann über den Google Play Store das Ganze richtig zu installieren. Das fand ich ein bisschen schade, aber da ich GrafenOS habe, konnte ich das temporär aktivieren, in einem bestimmten Account natürlich, wo ich dann sage, okay, ich spiele mit solchen Sachen rum und deaktiviere dann am Schluss die Google Play Services wieder. Da habe ich dann kein Problem mit, dann bin ich einfach in der Hinsicht dann, ich sag mal so, mein paranoides Ich quasi so ein bisschen zufriedenstellen kann, ja? Das hat dann auch wunderbar funktioniert. Und warum solltet ihr euch die App auch installieren? Na, ganz einfach. Erstens, ihr könnt natürlich auch einfache Sachen darüber gravieren. Ihr habt auch kein Display dran oder so in Richtung. Das heißt also, der Status von dem Laser Engraver wird euch hier über den Drehknopf angezeigt. Das heißt, ihr könnt das so hoch und runter drehen und könnt nochmal hier drauf drücken. Und da ist eine LED eingebaut und hier an der Seite gibt es so eine Liste. Da wird angezeigt, wenn der Knopf so und so blinkt in dem Muster oder die und die Farbe hat und blinkt, dann ist das und das der Status von dem Laser Engraver und dann könnt ihr danach entsprechend handeln oder die Bedienungsanleitung konsultieren. Ihr braucht die Handy-App aber auch, wenn ihr sagt, okay, ihr wollt das Ganze mit WLAN verbinden. Und das finde ich jetzt wiederum ein bisschen von der Firmware her ein bisschen umständlich. Das hätte ich mir einfacher gewünscht. Denn ich habe es sowohl mit dem Android, also mit dem GrafenOS probiert, als auch mit dem iPhone. Und muss sagen, ich finde es auf beiden Geräten ein bisschen umständlich. Denn ja, es hat nicht immer hundertprozentig funktioniert. Es ist klar, dieser Einrichtungsprozess ist wie bei den Staubsaugern und bei allen anderen Geräten, die man so ins WLAN bringt, im Prinzip gleich, nur mit dem Unterschied, dass er halt nicht immer so 100% konsistent funktioniert und dass man halt auch darauf angewiesen ist, dass hier die Leuchte entsprechend in einer bestimmten Farbe leuchtet, also genauer gesagt gelb. Und selbst wenn man den Laser Engraver dann entsprechend so weit gebracht hat, dass er dann entsprechend an dem Punkt ist, dass er fürs WLAN eingerichtet werden kann. Also, dass er einen Hotspot aufgemacht hat und man den Hotspot eigentlich unter den Geräten sehen sollte. Also die LED leuchtet dann hier durchgehend gelb und eigentlich sollte dann der Laser Engraver unter den ganzen WLAN-Geräten oder den ganzen WLAN-Hotspots irgendwo auftauchen und das braucht man halt zu einem gewissen Punkt in dem Menü, in der Einrichtung halt entsprechend, dann taucht der nicht immer auf. Und das ist dann so ein bisschen, wo man sich wirklich die Zähne ausbeißt, weil es halt nicht immer hundertprozentig und zuverlässig funktioniert. Zumindest mal bei mir hier nicht. Und das habe ich alles hier im Keller in dem einen Raum probiert. Kann natürlich sein, dass das dann irgendwie vielleicht nicht ganz hundertprozentig funktioniert. Oder aber auch einfach, dass es sich manchmal vielleicht von der Software aufhängt. Man weiß es halt nicht, weil die Software halt, naja, es gibt halt nur diesen Drehknopf und kein Display, mit dem man das ablesen kann. Ich habe dann meistens immer den Laser ausgeschaltet, nochmal eingeschaltet und dann nochmal das ganze Prozedere gemacht. Das ist halt nervig, aber dann hat es meistens funktioniert. Wer jetzt von euch sagt, okay, das mit dem WLAN interessiert mich nicht, das ist mir alles zu viel Hickhack und nee, alles viel zu umständlich, möchte ich nicht machen, der kann noch über den USB-Port hier an der Seite gehen. Da kann man nämlich hier, wie ihr sehen könnt, einen Computer anschließen. Leider kein USB-Stick, soweit ich das sehen konnte. Das heißt, also klar, wie auch, weil ihr habt da kein Display, über den ihr dann den Auftrag starten könnt. Dann müsst ihr das Ganze doch irgendwie über WLAN mit dem Handy verbinden, dann macht es keinen Sinn. Also braucht ihr das Ganze über Kabel am Computer und dann könnt ihr das Ganze aber auch wunderbar betreiben. So habe ich es die ganze Zeit sonst, außer als ich es mal fürs WLAN getestet habe, eigentlich genutzt. Funktioniert wirklich wunderbar. Das USB-C-Kabel, was ihr dafür braucht, ist im Lieferumfang enthalten. Das heißt also, ihr habt da keine Probleme, dass ihr euch nochmal eins kaufen müsst oder so in Richtung. Ist also in der Hinsicht alles tutumundi. Von der Hardware habe ich eben schon erwähnt, dass ich hier diesen Alveo 3D-Filter habe. Also das ist so ein Zusatzfilter, den mir Alveo damals mitgeschickt hat. Und ich habe gedacht, okay, ich möchte hier hinten an den Anschluss, also mit diesem Schlauch quasi,
doch irgendwie die Abgase, die da hinten rauskommen, noch mal ein bisschen filtern. Und warum kann ich denn nicht einfach dieses Teil hier nutzen? Weil da ist ein HEPA- und Aktivkohlefilter drin, da ist ein aktiver Lüfter drin verbaut, den ich ein- und ausschalten kann, gerade wie ich lustig bin. Und gesagt, getan. Ich habe dann überlegt, wie kann ich das Ganze dann da drauf packen, also wie kann ich den Schlauch denn da dran anschließen, und habe mir kurzerhand einfach mal hier einen Adapter gedruckt und designt, der auch First Try gepasst hat und den ich jetzt quasi, wenn ich möchte, hier hinten dran anschließen kann. Das heißt also, der Lüfter hier drin bläst das Ganze raus, der Lüfter hier drin zieht das nochmal durch und pustet es vorne entsprechend durch den Filter durch. Das ist natürlich ziemlich gut, weil so konnte ich relativ schnell und ohne mir großartig Gedanken machen zu müssen, den Laser Engraver benutzen. Das heißt also, hier von der Kunststoffbeschichtung, von den Metalltaten oder auch hier von den, von diesen Schlüsselanhängern, allem drum und dran, sind diese ganzen Dämpfe und die ganzen Abgase einfach hier größtenteils hier durchgegangen. Das hier zwar ganz schön ist, aber nicht hundertprozentig dicht ist. Allein schon, weil dieser Teil hier oben, also dieser Bereich hier, wo der Laser drin ist, der justiert sich halt, der ist halt verfahrbar. Das heißt also, der kann hoch und runter fahren. Dass da allein schon mal, um jetzt keinen Widerstand drin zu haben beim Hoch- und Runterfahren von der Klappe hier vorne, dass da natürlich auch eine Lücke zwischendrin ist, wo auch nochmal Dämpfe rauskommen können, ist natürlich logisch. Ja? Da brauchen wir uns nichts vormachen. Hundertprozentig hermetisch dicht ist das Ding nicht. Ja? Aber ein Großteil von den ganzen Dämpfen filtert das ganze Teil raus. Das ist schon mal ziemlich gut. Und das ist das, was ich eigentlich erreichen wollte mit dem Ganzen. Die Datei für diesen Adapter, falls ihr auch einen Albeo 3D-Filter habt, packe ich euch einen Link unten in die Videobeschreibung. Könnt ihr über Printables runterladen. Habe ich dort hochgeladen, wenn ihr das Video seht. Und wenn ihr sagt, okay, ich habe den Laser Engraver, ich habe aber jetzt nicht den Albeo 3D, sondern einen anderen Filter, könnt ihr auch gerne bei uns mal im Discord anschreiben. Dann kann ich natürlich diesen Durchmesser hier natürlich entsprechend auf ein anderes Gerät auch münzen. Und wenn ihr sagt, nee, interessiert mich nicht, ich habe keinen Bock auf so eine DIY-Lösung, bietet X-Tool natürlich auch neben anderem Zubehör, wie zum Beispiel mal so einen Adapter für runde Objekte, dass ihr also quasi dann so einen Rotary Roller habt oder aber auch, wie heißt es, noch verschiedene Module, um dann ein paar Produkte in Serie zu produzieren, ja, so eine Art Fließband und sowas in Richtung, bietet X-Tool auch noch einen Filter an, den ihr dann natürlich direkt da anschließen könnt. Den Link dazu packe ich euch natürlich unten in die Videobeschreibung, dass ihr euch das Ganze nochmal angucken könnt. Ist natürlich nicht ganz günstig alles, der Laser Engraver ist natürlich auch nicht günstig. Aber man muss einfach sagen, dass man damit halt wirklich ziemlich viel machen kann und halt ein komplettes Paket hat. Das heißt also, man kann das Ding wirklich eigentlich bedenkenlos in die Ecke stellen, an den Filter noch anschließen, an Strom anschließen und schon läuft das Ganze. So ein großer Laser Engraver, wie zum Beispiel der Algo Laser Alpha MK2, den ich da stehen habe, da hat man natürlich erstmal Platzprobleme. Das ist hier bei mir so ein bisschen ein Problem, wo ich nicht weiß, wo ich das Gerät hinstellen soll momentan. Das wird wahrscheinlich später oben in der Garage landen. Und zum anderen muss man ständig eine Schutzbrille tragen. Beziehungsweise, wenn man lasert, sollen andere Leute nicht unbedingt ohne Brille in die Nähe von dem Laser kommen. Weil es kann immer mal ein Strahl abgelenkt werden, dass das Ganze dann vielleicht ins Auge geht, sprichwörtlich, auch wenn mein Hund irgendwo in der Nähe ist, dann lasse ich den Algolaser nicht laufen. Ganz einfach, weil ich halt nicht weiß, ob andere Leute entsprechend eine Schutzbrille aufhaben. Und das beschränkt den, naja, ich sag mal so, die Arbeit mit dem Gerät schon ein bisschen ein, wenn man nicht unbedingt ein Gehäuse dafür hat. Eine weitere Sache, die ich getestet habe, war die Lautstärke. Und zwar war es mir wichtig, wie laut denn das Gerät an sich ist und wie laut das Ganze dann in Kombination mit dem Albeo 3D Lüfter ist. Und da sind wir beim Gerät selbst. Ich habe mir hier so ein Schallpegelmessgerät besorgt. Bei etwas über 60 Dezibel nur der Laser und dann nochmal bei knapp 72 Dezibel mit dem Alveo nochmal dazu. Das ist schon ordentlich, muss man sagen, von der Lautstärke her. Man sollte also überlegen, wenn man jetzt die zwei Geräte hier hat, ob man die jetzt unbedingt hier im Büro stehen haben möchte oder ob man auch einfach sagen kann, okay, ich packe das Ganze nebendran in den Raum, wo ich die Tür zumache und dann habe ich meine Ruhe. Dann habe ich nochmal gedacht, okay, weil die Software mir das anbietet, dass ich halt reprozesse, also es ist wiederholt das gleiche graviere. Ja, ich habe ja meine Schablonen hier für die Stifte oder aber auch für die Metall-Business-Karten und habe mir überlegt, okay, ich graviere mal ein Objekt nach dem anderen und habe auch nochmal mir hier solche Schieferplatten-Untersetzer geholt. Ja, und ihr seht schon, na, da sieht man das Objekt jetzt nicht so schön. Also die sind alle recht gut positioniert, ja.
Hede zum Beispiel mal ist deutlich sichtbarer. Und das ist zum Beispiel mal so ein Punkt. Ich habe insgesamt jetzt hier ziemlich viele graviert, also so einen ganzen Satz. Und ihr seht, bei dem einen kann man es gerade so erkennen und bei dem anderen, naja, da erkennt man nicht viel, ne? Also es ist halt, ich habe insgesamt bei diesem ganzen Batch, also bei diesen ganzen Untersetzern hier, immer wieder einfach nur alte raus, neue rein und habe es dann entsprechend gravieren lassen. Und es ist mal stärker graviert, mal weniger stark graviert rausgekommen. Das heißt, ich habe keine Settings oder sowas geändert, weil die Software an sich bietet einem an, dass man diesen gleichen Graviervorgang nochmal startet mit den gleichen Settings und man gar nicht erst wieder zurück zum Design-Feature kommt, wo man alles Mögliche einstellen kann, sondern in dieser Übersicht quasi bleibt, während der ganze Engraver quasi in Arbeit ist sozusagen. Ja, und dann einfach nur sagt, mach nochmal, mach nochmal, mach nochmal. Und ich habe das Gefühl, dass wenn man zu oft, zu schnell hintereinander Objekte graviert mit dem gleichen Prozedere und der Laser ein bisschen, naja, vielleicht überhitzt oder was in Richtung, dass dann genau sowas bei rauskommt, dass man dann halt entsprechend die Oberfläche nicht stark genug graviert und dann halt entsprechend das mal stärker und mal schwächer ist. Ich vermute einfach mal, dass der dann so ein bisschen runterkühlen muss, ein bisschen runterkommen muss. Und das fand ich an sich ein bisschen schade. Bei anderen Objekten, wo ich die Intensität nicht so stark aufdrehen musste, war das nochmal ein bisschen anders. Aber gerade bei Schiefer, wo ich ein bisschen mehr auffahren musste von der Intensität her, da war das dann ruckzuck so, dass ich gesagt habe, okay, ich habe es gemerkt, also es ist dann einfach schwächer geworden mit der Zeit. Fand ich insgesamt ein bisschen schade. Und dann habe ich mir noch was überlegt. Da werden wir auch nochmal in einem separaten Video nochmal im Detail drauf eingehen, weil ich das einfach unheimlich cool finde und weil ich da so zig Ideen habe, die auch zukünftige 3D-Druckprojekte betreffen, nämlich, dass man einfach 3D-Druckobjekte graviert. Ich habe hier das erste Modul für die, ich sag mal so, Mako-Blocks, so nenne ich sie momentan, das ist der Arbeitstitel momentan, und zwar ist das für das Lichtschwert, sind das einzelne Druckteile, die ich gebaut habe, also nicht für das Lichtschwert, sondern für die Mako-Blocks, mit denen man alles Mögliche bauen kann, ja, die halt aus diesem Lichtschwertprojekt raus entstanden sind. Und ich habe mir jetzt einfach angewöhnt, statt dass ich jetzt im Slicer einen Schriftzug einbaue oder im CAD-Programm, also in Fusion 360, nochmal eine Schrift einbaue, die dann gedruckt werden muss und dann vielleicht nicht ganz so gut rauskommt, weil die Objekte manchmal nicht so viel Platz haben, wo ich irgendwas draufpacken kann, graviere ich einfach die Versionsnummer mit dem Teil hier ein. Und da habe ich zum Beispiel mal hier das, ich blende euch noch mal ein bisschen Zwischensequenzen ein, ja, keine Angst. Da habe ich jetzt hier die Version 1.0.4, ja, also es ist von der Version 1, die vierte Iteration von diesem Teil jetzt hier, ja. Wenn jetzt zum Beispiel mal der nächste Block dazu kommt, dann ist das die Version 1.1. irgendwas, ja. Und das habe ich auch auf dieses Teil hier graviert und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist schon ziemlich cool, gerade wenn man so eine kleine Fläche hat, die dann zu drucken, ist natürlich schwieriger, als zu sagen, okay, komm, ich schmeiß nochmal den Laser Engraver an und pack das Teil rein. Ich habe mir sogar eine Schablone designt, die ich jetzt gerade am Drucken bin, wo ich das einfach reinlegen kann und schon direkt genau die richtige Position habe und alles drum und dran und meine vorgefertigte Schablone dann digital in der Software einfach nur noch aufmachen muss und einfach nur noch die Versionsnummer eingeben muss, wo das dann schon alles an Ort und Stelle ist. Und damit kann ich das natürlich wunderbar dann entsprechend richtig gravieren. Und da muss ich sagen, das ist schon echt cool. Da sind mir so wirklich tausend Ideen in den Kopf gesprungen, was ich damit alles machen kann. Und wenn ihr wissen wollt, was man damit alles machen kann, dann würde ich sagen, abonniert den Kanal, falls ihr es nicht schon getan habt. Wenn ja, vielen, vielen lieben Dank. Däumchen wären Träumchen, wenn es euch gefallen hat. Und natürlich auch vielen, vielen lieben Dank an Xtool, dass sie mir das Gerät bereitgestellt haben. Vielen, vielen lieben Dank an meine Patreonen und an meine Unterstützer hier auf YouTube. Und natürlich auch vielen lieben Dank an meinen Sponsor PCBBay. Und in diesem Sinne, hold the line, happy printing und ciao. Watch it start. Create and edit.